Hallo und herzlich willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfans. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind heute wie üblich Ihre Kommentatoren. Ich bin sicher, heute dürfen wir uns auf hochklassigen Fußball freuen. FC Barcelona gegen PSV Eindhoven. Das wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel, Wolf. Die haben sich beide einiges vorgenommen. These. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Barca. Marc-André Ter Stegen im Tor. Ronald Araujo spielt mit Andreas Christensen in der Abwehr. Frenkie de Jong steht neben Ilkay Gündoğan in der Mitte. Und ihr einziger Angreifer ist Robert Lewandowski. Und da sehen wir, wie Eindhoven das Ding heute angehen will. Auch auf der anderen Seite soll es heute über die Flügel gehen. Ja, sie treten auch mit drei Stürmern an. Zwei kommen, ja klar. Genau hinschauen, erstmal Augen auf jetzt. Ja, geht weit. Gehalten und das war ein richtig schwieriger Ball. Also ich glaube, den haben ehrlich gesagt alle hier schon im Tor gesehen. Super Reflex. Der Ball kommt rein. Sah nach einem sicheren Tor aus, aber nicht drin. Nee, der Kopfball geht knapp neben das Tor. Ja, das war Pech. Robert Lewandowski ist ein super Spieler. Was kann er heute alles zeigen, Buschi? Wie siehst du es? In Sachen Schusskraft ist das schon Weltklasse. Das sorgt für Gefahr immer wieder. Ist mit Sicherheit so ein Mittel. Oh, das wird gefährlich. Sie machen das Tor und irgendwie was abzusehen. Ja, sie sind bislang die stärkere Mannschaft, tun mehr für die Partie. Ist eine verdiente Führung. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Luc de Jong. Schöner Angriff, da haben sie mehrere Optionen. Gut den Ball verteidigt. Luc de Jong. Bakayoko. Ball kommt schön nach innen. Ter Stegen hält. Ball ist noch im Spiel. Er sucht die Anspielstation. Sie laufen diesem knappen Rückstand hier weiter hinterher. Guter Spielaufbau jetzt. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Klasse Spiel ist das. Spannend hier. Ausgleich. Da ist er einfach. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Rapinha. Der Angriff, der Ball läuft gut. Durchaus eine Szene, die für Gefahr sorgen könnte. Wichtig, dass er da mit dem Fuß dazwischen kommt. Das wäre eine gute Gelegenheit geworden. Luc de Jong. Tolles Dribbling. Da sind's. Da zeigt Ter Stegen sein ganzes Können. Das war eine Riesenchance aus kurzer Distanz. Die Ecke kommt. Ja, ja, den Eckball holt er sich. Da ist er zur Stelle. Die erste Hälfte ist damit vorüber. Ja, gefällt mir richtig gut, was der heute zeigt. Er hatte hier schon einige gute Szenen. Also mit dem haben sie wirklich richtig große Probleme. Alle sind bereit. Die zweiten 45 Minuten stehen an.
Luc de Jong. Super Tackling. Bakayoko. De Jong ist das. Machen Sie gut. Steilpass. Ter Stegen macht zu. Ter Stegen macht dicht. Kein Tor. Und das aus dieser Distanz. Jetzt wechseln Sie hier aus. Ball läuft da gut jetzt. Ganz stark. Einwurf PSV. André Ramayo. Sie geben ihnen im Moment eine Menge Raum. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Ja, vielleicht kommt jetzt was. Aber der Ball ist weg, die Gefahr damit vorüber. Da können Sie kontern. Ball bei Frenkie de Jong. Gündoğan mit dem Ball. Stark gemacht, das könnte was werden. Gehalten. Oh, eine ganz starke Szene, eine tolle Parade. Noah Lang. Lang. Das könnte gefährlich werden. Er macht zu. Regulär ist noch eine Muss es fast sein. Ist es das? Er hat den Ball gehalten, aber Szene geht weiter. Gut geklärt, das war wichtig. Jetzt vielleicht der letzte Angriff von Barcelona. Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß. Wechsel bei Barcelona. Kein Tor. Klasse gemacht. Das war knapp. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Und Barcelona hat den Ball. Rafinha könnte es auf dem Flügel versuchen. Die Chance jetzt. Er macht das ganz sicher. Gut geblockt. Das wird Freistoß gegen Barcelona geben. Der FC Barcelona mit dem Wechsel. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. These. Ah, oh, da geht er vorbei. Ball ist erstmal raus. Super Parade. Wir sind in der Schlussphase. Und dieser Eckball könnte jetzt die Entscheidung bringen. Sie machen sofort Druck und dann der Ballgewinn im Angriffsdrittel. Kein Sieger nach 90 Minuten. Unentschieden.